Guten Morgen! Nachdem in aktuellen Studien immer mehr der enorme Einfluss eines hohen Fleischverzehrs auf die beiden größten Todesursachen in Industrieländern, sprich Herz-Kreislauf-Erkrankung und Krebs, sichtbar wird, so kritisieren zeitgleich leidenschaftliche Fleischesser doch auch immer wieder die Glaubwürdigkeit dieser Studien. Einerseits ja, aus dem Aspekt, dass die eigene Komfortzone angegriffen wird und man nachvollziehbar instinktiv irgendwie und irgendwo nach Argumenten ringt, um diese Komfortzone nicht verlassen zu müssen, und andererseits auch der Tatsache geschuldet, dass der normale Durchschnittsfleischesser einfach nicht gebildet genug ist, um die teilweise sehr fachspezifisch formulierten Studien wirklich zu verstehen und auch entsprechend ja, intellektuell zu durchdringen. Entsprechend möchte ich heute mal ja, einen ganz anderen Ansatz wählen und ausgehend von der Mikronährstoffaufnahme und auch der Speicherung und dessen Spezifikation im menschlichen Körper auf eine einfache Weise erklären, warum es biologisch eindeutig ist, dass täglicher Fleischkonsum nicht unserer Natur entspricht und uns ja, entsprechend entartet, mit den Folgen diverser geistiger und körperlicher Erkrankungen, wie wir es derzeit in unserer Gesellschaft auch feststellen können. Fangen wir an. Mikronährstoffe werden als nicht energieliefernde Nährstoffe bezeichnet, im Gegensatz zu den Makronährstoffen, haben aber eine Vielzahl von wesentlichen Funktionen im Körper, die ja, das Wachstum und die Entwicklung ebenso sicherstellen wie die Fortpflanzung oder das Überleben als solches. Während die Mikronährstoffe, also die Makronährstoffe, also wie Kohlenhydrate, Proteine und Fett in gewisser Weise auch austauschbar sind, zumindest was die primäre Funktion der Energiezufuhr angeht, übernehmen Mikronährstoffe eher spezielle Aufgaben und können nicht einfach gegenseitig ausgetauscht werden. Hast du zu wenig Eisen? Ach, dann nimm doch Vitamin C. Das funktioniert nicht. Ein längerer und konsequenter Mangel an speziellen Mikronährstoffen führt dazu, dass es drastische Konsequenzen für die menschliche Gesundheit hat. Das kann bei manchen Mikronährstoffen durchaus zum Tod führen und bei anderen zu chronischen Erkrankungen. Mikronährstoffe lassen sich ganz grob unterteilen in solche, die als Kofaktoren im Stoffwechsel agieren, als solche, die wie Hormone wirken, und eine Gruppe, die als Antioxidantien bezeichnet wird. Und auch je nach Mikronährstoff ist die Menge, die wir täglich benötigen, auch unterschiedlich. Aber im Vergleich zu den Makronährstoffen, also Kohlenhydrate, Fette und Proteine, ist die Menge, die wir an Mikronährstoffen aufnehmen müssen, um unseren täglichen Bedarf zu decken, viel geringer. Deshalb auch der Name Mikronährstoffe. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir alle Mikronährstoffe auf unserem Speiseplan irgendwann mal stehen haben. Dabei ist es aber nicht wichtig, dass wir alle Mikronährstoffe täglich, wirklich täglich zu uns nehmen und immer die 100% erreichen bei Chronometer, sondern dass wir insgesamt keinen Mangel an Mikronährstoffen haben. Denn unterschiedliche Mikronährstoffe haben auch eine unterschiedliche Halbwertszeit im Körper und von daher ist es auch unterschiedlich, wann man die zu sich nehmen muss. Das bedeutet, einige können, wenn aufgenommen, richtig lange gespeichert werden, wie Vitamin B12, Vitamin A, Eisen und Jod. Und dann gibt es Mikronährstoffe, die eine Halbwertszeit von nur wenigen Tagen haben bzw. Wochen. Manche Mikronährstoffe können also quasi im Körper gespeichert werden lange und manche nicht. Die genetische Ursache dafür, dass manche Mikronährstoffe nicht lange gespeichert werden können und andere sogar sehr lange, liegt darin begründet, dass unsere Vorfahren gewisse Nahrung täglich zur Verfügung hatten und der Körper diesbezüglich also keine Speicherung anlegen musste, und Nährstoffe, die er nur sehr selten zu sich nahm und diesbezüglich diese dann auch lange speichern musste. Und dann kommen wir nämlich zu einem interessanten Punkt in der Diskussion, ob wir Fleischesser oder Pflanzenesser sind und was unserer Natur entspricht.
Und diese Diskussion können wir dann eigentlich auch endgültig zu den Akten legen. Und ja, und das ohne Studien und wissenschaftlich hochtrabend motivierte Diskussion, die Mikronährstoffe mit kurzen Halbwertszeiten und fehlender Speicherfähigkeit befinden sich vor allem in Blättern, Früchten und Wurzeln. Während diese mit langer Halbwertszeit und oder großer Speichermöglichkeit in großer Menge vor allem in Fleisch und tierischer Nahrung enthalten sind. Und um Fleisch zu bekommen, mussten unsere Vorfahren jagen, was sowohl Zeit als auch Energie aufwendig war. Während pflanzliche Nahrung die Basis, die Grundlage unserer Ernährung war. Und das wir überhaupt in der Lage sind, Fleisch zu verarbeiten, lag darin begründet, und da gibt es auch einen Konsens in der Wissenschaft, dass wir irgendwann angefangen haben, beiläufig mal ein Insekt auf dem Platz zu essen oder ein kleines Wirbeltier auch dann irgendwann gegessen haben und so sich der Mensch dann eben auch daran angepasst hat. Wobei über 95% aller Merkmale unserer Anatomie eindeutig auf den Pflanzenesser hinweisen. Ich hatte da schon mal ein Video dazu gemacht. Also, auch die Spezifika der Mikronährstoffe und deren Speicherfähigkeit zeigt eindeutig, dass die Grundlage unserer menschlichen Ernährung, unserer Natur eine rein pflanzliche ist und wir nur gelernt haben, auch Fleisch zu konsumieren. Ungeachtet der ethischen Aspekte kann man also nur noch einmal, gerade im Zuge der Prävention der größten Krankheiten wie Krebs und dem Sammelsurium an Herz-Kreislauf-Erkrankungen unserer zivilisierten Welt, nur noch einmal darauf hinweisen, was eine natürliche und gesunde, artgerechte Ernährung für uns Menschen bedeutet. Hier geht es nicht um irgendwelche Glaubenssätze, ne? Also was man glaubt. Sondern hier geht es darum, was die knallharten Fakten sind. Wenn ihr schon nicht auf Fleisch verzichten wollt und wenn euch das Leiden der Tiere egal ist, dann schränkt wenigstens euer Selbstwillen euren Konsum von Fleisch ein und von tierischen Produkten. Ich hoffe, durch das Aufrollen von einer anderen Seite heute, also als diesen oft kritisierten Studien und so weiter, könnt ihr euch diesbezüglich nochmal einen anderen Ansatzpunkt bringen, um über eure Ernährung nachzudenken. Ja, ansonsten, die Mission Vegan 5 ist jetzt wieder aufs nächste Level gekraxelt. Vegan Feeling hat ein leckeres Rohkostbrot aus den vorgegebenen Zutaten im Rahmen der Regeln eben zubereitet und damit Level 14 erfolgreich abgeschlossen. Der Link zu dem Rohkostbrot, den findet ihr hier und den wirklich tollen Kanal von Vegan Feeling, wo ihr auch unbedingt mal vorbeischauen solltet, den findet ihr hier. In der Infobox ist der Kanal auch nochmal für diejenigen verlinkt, die jetzt mit Handy oder Pad diese Anmerkung nicht einklicken können. Das nächste Level wird von dem Martin von Carb the Vegan Up in Angriff genommen. Ich bin da sehr gespannt, ob der Löwenzahn, den die liebe Pia von Denkanstoß 2.0 mit ins Spiel gebracht hat, noch überleben wird. Ich dachte schon, dass es direkt die Zutat sein wird, die quasi wieder ausgetauscht würde, aber Vegan Feeling hat mich da positiv überrascht und bin da sozusagen also sehr gespannt, wie es da weitergeht, auch insbesondere mit dem Löwenzahn. Und die Playlist zum gesamten Projekt findet ihr auf meiner Kanalübersicht, auf meinem Kanal und ich blende sie auch noch oben in den Infokarten ein. So denn, ich wünsche euch noch einen schönen winterlichen Sonntag und einen schönen wundervollen Start in eine neue tolle Woche. Macht's gut, wir sehen uns morgen, euer Christian. Tschüssi.